Die Canon R6 und die R3 sind zwei unterschiedliche Kameras und haben aber jeweils einen 5,5K und 6K Sensor, der auf 4K herunterskaliert und so ein detailreiches Bild abliefert. Nun stellt sich also die Frage für 4K 60 Frames, ob die Canon R6 eventuell die bessere Kamera ist und ob das Upgrade zu einer R3 sich dann wirklich lohnt. Aber schauen wir selbst. Vom Design ist die R3 natürlich deutlich größer, etwas schwerer als die R6, liegt aber durch das zusätzliche Gewicht und durch das Oberflächenfinish extrem gut in der Hand. Von beiden Kameras vermisse ich Anschlüsse wie ein Full-Size HDMI, was wirklich echt schade ist, und dieser Micro-HDMI ist einfach nur nervig. Schön ist aber, dass beide Kameras zwei Kartenslots haben, bei denen man Backup-Recording aufzeichnen kann, was wirklich immer ein willkommenes Feature ist. Kurzer Zwischenruf aus dem Studio. Falls du dich mehr für das ganze Thema Filmemachen interessierst, dann möchte ich dich sehr gern zu meinem kostenlosen Online-Webinar einladen, wo ich dir meine Top 10 Tipps für professionelle Imagefilme verrate, sowie meine Top 5 Tipps für ein erfolgreiches Filmemacher-Business. 2015 hatte ich auch noch überhaupt gar keine Ahnung, wie man eine Kamera bedient, wie man filmt. Heute habe ich es geschafft, mit Kunden zusammenzuarbeiten wie Siemens, Adidas, Decathlon, kann durch meine Aufträge die ganze Welt bereisen und lebe dadurch einfach meinen Traum. Wenn das also auch was für dich ist und dich das interessiert, dann, wie gesagt, lade ich dich gern zu meinem kostenlosen Online-Webinar ein. Link dazu ist unten in der Videobeschreibung. Alle Teilnehmer waren bis jetzt sehr, sehr begeistert. Also ich freue mich auch darauf, dich bald in meinem Online-Webinar begrüßen zu können. Bis dahin! Also Kamera A war die Canon R6 und Kamera B war die Canon R3. Interessanterweise schaut die R3 so aus, wie man es von einer Canon-Kamera gewohnt ist. Schöne Hauttöne und ein etwas wärmlicherer, rötlicher Look. Die Canon R6 ist in der ganzen R-Familie der Ausreißer und schaut immer etwas kühler und entsättigter aus. Also ich persönlich finde den Look der R3 deutlich besser. Außerdem verfügt die R3 nicht nur über RAW Recording, sondern auch über All-Intra-Codecs, die deutlich robuster sind und somit auch stärkerem Grading standhalten. Für die Schärfe-Fans unter uns sieht man auch, dass die R3 ein bisschen schärfer ist als die R6. Das 4K 60 FPS sieht bei beiden Kameras gut aus, was zu erwarten war, und allerdings schafft die R3 hier noch 4K 120 FPS. Was mich am meisten erstaunt hat, ist der Rolling Shutter. Dieser ist wirklich sehr stark minimiert bei der R3, was für einen Full-Frame-Sensor schon echt richtig gut ist. Und damit ist die R3 auch eine der besten Rolling Shutter-Sensoren auf dem Markt, was die Kamera für Sport extrem gut eignet. Hey Paula, woher bekommst du eigentlich deine Musik? Die klingt immer so gut. Ja Mann, geh auf artlist.io, die haben eine riesige Auswahl und die Lizenz, die deckt einfach alles ab. Ich sag's dir, es ist lebensverändernd. Das ist so schön, um wahr zu sein. Na gut, dann Zeit für einen Kaffee. Die Auswahl ist ja riesig. Du hast also Artlist entdeckt. Es ist unfassbar. So viele Songs für nur $299 im Jahr. Das ist ein unfassbarer Deal. Tja, und wenn du den Link in meiner Beschreibung nutzt, dann kriegst du sogar noch 2 Monate für umsonst. 2 Monate kostenlos? Du bist verrückt. Moment, welche Videobeschreibung? Also das ist mein YouTube-Studio und die Kamera nimmt gerade auf. Also einfach mal runterscrollen in der Videobeschreibung und den Link anklicken. Ach nee, meine Performance ist auf YouTube. Ich hab's dir ja gesagt, Artlist wird dein Leben verändern. Und im Lowlight lassen sich beide Kameras problemlos bis ISO 6400 oder auch 12800 nutzen. 25.600
ginge auch. Hier sollte man aber die Noising anwenden, damit es nutzbar wird. Aber insgesamt haben wir keine starken Farbartefakte und somit beide Kameras sind im Lowlight-Bereich gut einsetzbar. Im Bereich IBIS sehe ich hier keine Verbesserung, was nicht schlecht ist, denn die R6 ist darin schon sehr gut, somit auch die R3. Lediglich das Wobble-Problem bei weitwinkligen Objektiven besteht noch und ich würde es auch nicht als Gimbal-Ersatz beim Laufen verwenden, aber generell mit so guten IBIS-Systemen besteht dieses Problem immer bei weitwinkligen Optiken, also auch bei Panasonic oder so. Im Bereich Autofokus ist Canon ja schon lang an der Spitze, demzufolge ist der Autofokus der R3 auch hier nur marginal besser. Schnelleres, genaueres Tracking sowie Vogel- und Kfz-Autofokus oder Autofokus? Egal, in jedem Fall, es funktioniert sehr akkurat und zuverlässig, was ja auch das Wichtigste ist. Aber am Ende nun die Frage, welche Kamera ist besser? Als Filmemacher oder auch als Hybrid-Shooter ist klar die R3 die bessere Kamera. Ich meine, bessere Codecs, kein Überhitzen, kein 30-minütiges Recording-Limit, bessere Farben und ein überlegener Body. Aber für Video allein fehlen dann der R3 wieder vernünftige Features wie Canon Log 2, wichtige Exposure-Tools und vieles mehr. Und damit ist der Preis dann am Ende sehr hoch. Und dann ist dann wieder die R6 immer noch die Canon-Kamera mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis. Was ich mir wünsche und was ich wirklich hoffe, ist, dass Canon ein Äquivalent zur A7 S3 herausbringt. Also eine wahre Hybridkamera und keine Fotokamera, die auch Video kann. Denn für viele Jobs ist das wirklich eine sehr nützliche Kamera. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn es so war, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. Und wenn du Fragen hast, ab damit in die Kommentare. Und ich freue mich darauf, dich in meinem nächsten Video zu sehen. Mach's gut. Ciao. Oh nee. Meine Dance-Performance, meine Tanz-Performance. Was hast du gesagt? Meine Performance. Meine Performance ist auf YouTube. Okay. Ja. Ach nee, meine Performance. It's a rap. It's a rap. The one and only Mexican delight.